Wir besprechen jetzt das Hermitesche Skalarprodukt. Wie wir gesehen haben, beschreibt die Quantenmechanik die Superpositionsfähigkeit mikroskopischer Zustände dadurch, dass sie im Wesentlichen den Zustandsraum eines mikroskopischen Systems mit einem Vektorraum identifiziert. Damit stellt sich aber sofort die folgende Frage: Wie kann man in diesem Zustandsraum beurteilen, wie ähnlich oder wie unähnlich sich zwei Zustände sind, die ja dann durch Vektoren in diesem Raum repräsentiert werden? Die Quantenmechanik löst das Problem, indem sie sagt, die Ähnlichkeit zweier Zustände ist im Wesentlichen durch den Winkel zwischen den entsprechenden Zustandsvektoren gegeben. Wie das genau funktioniert, werden wir natürlich erst später kennenlernen. Was aber hiermit schon klar ist, dass wir Begriffe wie Winkel klären müssen und dazu benötigen wir eine Art Geometrie für den komplexen Vektorraum. Diese Geometrie erhalten wir durch das Hermitesche Skalarprodukt, wie wir gleich sehen werden. Das Hermitesche Skalarprodukt ist sehr ähnlich dem euklidischen Skalarprodukt, das einem reellen Vektorraum die euklidische Geometrie vermittelt. Wir notieren das Hermitesche Skalarprodukt durch eckige Klammern und setzen hier zwei Vektoren, Phi und Psi, ein. Was wir erhalten, ist dann eben das Hermitesche Skalarprodukt der Vektoren Phi und Psi und dieses Produkt ist eine komplexe Zahl. Was ein Hermitesches Skalarprodukt ausmacht, sind drei definierende Eigenschaften. Das ist einmal die Linearität im zweiten Faktor. Wenn wir die Summe zweier Vektoren im zweiten Faktor einsetzen, können wir das Produkt auf diese Art und Weise auseinanderziehen. Ebenso können wir ein Skalar vor dem zweiten Faktor vor das gesamte Produkt ziehen. Die zweite Eigenschaft ist die Symmetrie, bis auf komplexe Konjugationen. Sie besagt, dass Vertauschung der Faktoren das gleiche ist wie komplexe Konjugation des Produkts. Die dritte Eigenschaft ist die Positivität. Wenn wir einen Vektor einsetzen und mit sich selbst multiplizieren, bekommen wir eine reelle positive Zahl. Wir verlangen, dass solange Psi ungleich 0 ist, diese Zahl auch größer 0 ist. Wenn wir den 0-Vektor einsetzen, muss 0 herauskommen. Wie wir gleich sehen werden, können wir aufgrund dieser drei Eigenschaften definieren, was etwa die Norm oder der Betrag eines Vektors sein soll. Und wir können auch klären, was es bedeuten soll, dass zwei Vektoren orthogonal zueinander sind. Aufgrund der Eigenschaften 1 und 2 können wir ein Skalar auch aus dem ersten Faktor herausziehen, müssen dann aber berücksichtigen, dass er komplex konjugiert werden muss. Wenn wir im ersten Faktor eine Summe haben, können wir auf gewohnte Art und Weise das Skalarprodukt auseinanderziehen. Nun kommen wir zur Geometrie, die durch dieses Skalarprodukt vermittelt wird. Im Wesentlichen ist sie dadurch gegeben, dass wir definieren, Phi ist orthogonal zu Psi, genau dann, wenn das Skalarprodukt zwischen beiden Vektoren verschwindet. Der Betrag oder die Norm eines Vektors definieren wir als die Wurzel aus dem Skalarprodukt des Vektors mit sich selbst. Aufgrund der Positivität des Skalarprodukts ist sichergestellt, dass das immer eine reelle Zahl ist. Wenn jetzt geklärt ist, was Orthogonalität zweier Vektoren bedeuten soll, können wir zum Beispiel auch klären, was wir unter der Projektion eines Vektors auf einen anderen verstehen wollen. Wir geben eine Richtung durch einen Vektor Phi vor, der der Einfachheit halber normiert sein soll, das heißt er ist vom Betrag 1, und möchten dann wissen, wie wir einen zweiten Vektor Psi zerlegen können in einen Parallelanteil und später auch in einen Orthogonalanteil. Und diese Projektion auf die Richtung von Phi bezeichnen wir durch P Phi, angewandt auf Psi, und sie soll genau diesen Parallelanteil ergeben. Hier ist schon die Antwort. Was wir suchen, ist gegeben durch den Vektor Phi, denn das Resultat ist ja parallel zu dem Vektor Phi. Und was wir suchen, ist eben sozusagen den Betrag der Projektion,
Und der ist tatsächlich genau durch das Skalarprodukt zwischen Phi und Psi gegeben. Das erkennt man daran, indem man zwei Spezialfälle betrachtet. Einmal den Fall, dass Psi orthogonal zu Phi ist. Dann muss natürlich die Orthogonalprojektion verschwinden. Und das tut sie, da dann definitionsgemäß das Skalarprodukt zwischen Phi und Psi verschwindet. Andererseits, wenn der Vektor Psi schon parallel zu Phi ist, dann soll die Projektion natürlich wieder diesen Vektor ergeben. Und das können wir daran sehen, dass dann in diesem Fall Psi eben gegeben ist durch Lambda mal Phi. Und diesen Faktor Lambda können wir herausziehen und erhalten als Resultat Lambda mal den Betrag von Phi zum Quadrat, das ist 1, multipliziert mit Phi. Aber das ist dann schon der Vektor Psi. In Vektorräumen mit Skalarprodukt sind sogenannte Orthonormalbasen besonders hilfreich. Eine Orthonormalbasis, abgekürzt ONB, ist eine Basis B, deren Basisvektoren normiert sind und paarweise zueinander orthogonal stehen. Diese Bedingung an die Basisvektoren lässt sich besonders einfach mit dem Skalarprodukt und dem Kronecker-Delta formulieren, auf diese Art und Weise. Sobald man einmal Vektoren in den Komponenten bezüglich einer Orthonormalbasis gegeben hat, lässt sich das Skalarprodukt zwischen diesen beiden Vektoren sehr leicht bestimmen. Dazu nimmt man diese Identität. Das Skalarprodukt von A und B ist dann gegeben durch die Summe über alle Beiträge AI komplex konjugiert mal BI und das summiert von 1 bis n. Diese Formel für das Skalarprodukt erhält man wie folgt. Man setzt für die Vektoren die Entwicklungen bezüglich der Orthonormalbasis phi i ein. Das heißt, für den Vektor a schreiben wir Summe ai phi i, für den Vektor b schreiben wir Summe bj phi j. Dann nutzen wir hier die Linearität des Skalarprodukts aus und können deshalb die Summen aus diesen Faktoren herausziehen und erhalten somit eine Doppelsumme über diese Skalarprodukte. Jetzt nutzen wir aus, dass wir Skalare aus dem Skalarprodukt herausziehen können und machen das einmal mit dem Faktor bj im zweiten Faktor, den wir hier hinbekommen, und mit dem Faktor ai im ersten Faktor, der hier erscheint und komplex konjugiert werden muss. Jetzt nutzen wir aus, dass es sich bei der Basis phi i um eine Orthonormalbasis handelt und deshalb dieses Skalarprodukt durch das Kronecker-Delta Delta ij gegeben ist. Demnach wird diese Doppelsumme zu einer Einfachsumme und es muss der Index i mit j übereinstimmen und somit erhalten wir dann das Resultat, dass das Skalarprodukt zwischen a und b gegeben ist, durch die Summe über AI komplex konjugiert mal BI.